Hallihallo meine lieben Blockstone-Freunde, willkommen bei den letzten 12 Minuten auf dieser Map und natürlich bei einer weiteren Aufnahme. Ja, es geht hier mal wieder um die Verteidigung seines Castles, seiner Burg. Und das versuchen wir natürlich in den letzten 12 Minuten hier noch irgendwie durch. Geil. Mega. Ja, das fing ja super an. So, hier schnell zumauern. Ihr kennt das Spiel ja. Was ich hier mache? Kleiner Versuch am Rande. Solange hier nicht wieder so ein Arschloch ist, der hier wieder alles versaut, weil, ne, ihr wisst schon, Teamkills lustig sind, sollte der hier dicht sein. So. Nehmen wir noch mal ein paar Blöcke mit und versuchen jetzt noch schnell ein paar Punkte zu machen. Ah, ich muss mal nach unten drehen und ich drehe mal nach oben. Sehr ärgerlich. Bisschen ruhiger schießen, nicht mal diese Rumgeballere. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich hole ich mal ein bisschen dichter. Ich habe das Gefühl, der Sound ist total leise. Habt ihr das auch? Ich kann das auch. Da hinten links war einer. Junge, spiel Daisy. Der macht doch nicht sowas. Der war ja mega. Oh, Joker. Wir haben nicht so viele Punkte, habe ich das Gefühl. Mit dem Spaten dauert es relativ lang, aber macht keinen Lärm. Mist, Mist, genau das habe ich nämlich befürchtet. Aber wir haben ordentlich Punkte gut gemacht. Und ich habe dazu mit einen kleinen Tauglas beigetragen. Ich mag diese Sprengstoffteile. So. Wildes Rumgeschieße, echt.
Ach, das war's schon. Ah, wir sind Zweiter. Ey, wow. Das mag wohl daran liegen, dass wir die Boxen da weggemacht haben und wahrscheinlich noch ein, zwei Defense-Dinger hier mit dem. Na, ihr wisst schon was, ne? Sprengstoff wollte ich damit sagen. Defensive Target Area, okay. Ja, die Map kennen wir ja schon, da waren wir doch relativ erfolgreich mit unserem Snipern. Und das werden wir natürlich auch probieren. Muss ich mal gucken, ich muss mich immer nur am Anfang ein kleines bisschen zurechtfinden. Ah, ich glaube hier und dann hier durch und dann hier links. Und da unten. Wow, runtergefallen. Unpraktisch. Ich dachte gerade, wie lange will der das denn auf eine Stelle noch ausprobieren? Von nachdem schon eine Kugel genau am Kopf vorbeigeflogen ist. Ah, hier vor mir. Oh, nicht getroffen. Sag mal. Habe ich aber viele Schüsse für den verbraucht. Das fand ich jetzt nicht so geil. Was erwartet der eigentlich? Ist da keiner? Oder will da einfach keiner sein? Komme ich denn hier runter? Gar nicht, habe ich das Gefühl. Wow, dann bin ich instant tot. Ja, geil, wir verlieren das jetzt. Und verloren. Ich wollte gerade schießen. Lief ja mal flott. Aber wo waren denn die anderen und warum ist der draußen stehen geblieben? Ich glaube, die hatten einfach keinen Bock auf die Map, aber das finde ich jetzt kacke. Fand ich echt kacke gerade. Die sind zu dritt reingelaufen, der eine blieb draußen stehen und dadurch haben sie natürlich den Balken so extrem schnell voll gekriegt. Ich glaube, wir hatten auch nur einen einzigen, der das hier noch verteidigt hat. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt andersweitig dahin komme. Ich versuche es zumindest mal einen anderen Weg zu finden. Und ich glaube, ich stehe total kacke. Ach, wenn man vorwärts geht, wackelt er gar nicht nach links und rechts. Das ist ja interessant. Ja, das hatte der sich so gedacht. Alter, wieso kann der uns töten, wir ihn aber nicht?
Mann, mach doch einfach eh Leute fürs Messer. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder da hoch hinrennen. Bisschen ätzend, aber okay, so ist es. Ach. Bauen wir den hier mal ein bisschen ab. Von oben, und ich bin der Einzige wieder, der da ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey, Unity, im Clan kenne ich den Typen. Ja, und guck mal, jetzt bauen die wieder voll. Und wo sind meine Leute? So schnell dahin, aber ich komme ja nicht so schnell darauf. Das ist so kacke. Guck mal, sind die zu zweit oder zu dritt hin? Und bis ich da bin, haben wir wahrscheinlich verloren. Netter Versuch. Der baut sich viel langsamer aber alles auf. Alter! Und der steht da und macht nichts. Unglaublich. Tja, ich komme nicht. Vor allem ist geil, dass der meckert. Oder entweder genauso gekillt. Oder noch schlimmer, hat gar nichts mitgemacht. Ja, schon vorbei. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Müsste ja ungefähr jetzt bei den 20 Minuten sein. Ich muss mich ja versuchen, ein bisschen dran zu halten. Und ich hoffe, dass wir uns in einer weiteren Folge wiedersehen. Bis demnächst. Tschüss, Leute. So, da sind wir doch wieder und machen natürlich die letzten 10 Minuten weiter. Das passt auch ganz gut, weil natürlich uns ein bisschen Zeit fehlt, habe ich gerade in der Aufnahme gemerkt. Also wollte ich schnell zurückjoinen. So, Server voll, also schnell auf einen anderen Server. Und ich habe gerade eine Kackwaffe gemerkt, gewählt habe ich gerade gemerkt. Na gut, jetzt muss ich mit der erstmal leben, kann mir aber natürlich hier ganz schnell eine neue Waffe holen. War jetzt gerade ein bisschen schlecht überlegt bei der Wahl, aber okay, okay. Aber ich glaube, wir gewinnen. Ich habe jetzt natürlich gar nicht darauf geachtet, in welchem Team ich join, dann einfach wieder mal blau, schnell rein. Und hatte gehofft, dass es der Server ist, aber naja. Ihr wisst ja. Mitten in der Luft, nicht schlecht. Schade, dass ich nicht seinen Schadenszustand sehe. Das hätte mir. Oh, 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 oh. Auf jeden Fall interessiert, wie viel Schaden er genommen hat. Oder, ja, hat. So, ja, natürlich. Na, nee, ich möchte das nicht gleich machen. Hockt sich hin und kann jedem dann einfach mal den Kopf wegschießen. Das ist eine gute Taktik. Ich glaube, der macht uns jetzt alleine. Fällt so eine One-Man-Show. Was hat. Oh, da fällt mir einiges zu ein. Zu Daisy. Oh, was war da jetzt? Wir haben natürlich große Menge einmal gespielt und hatten Cheater ohne, also auf einen Server muss man natürlich sagen, da waren wir immer zufrieden und dann an dem Tag, oh, waren das viele Cheater.
Wir haben, glaube ich, sehr viele Cheats gehabt. Unter anderem, dass einer eine Blase auf sich herum gebaut hat, wo man ihn nicht mal drin angreifen konnte. Hat natürlich was für sich. Tja, wie oft kannst du das wohl machen? So, Leute. Ihr handelt rum, ich schaffe Fakten. Das Gewehr ist gut, gefällt mir. Ist eigentlich mein Spray-Gewehr, aber okay, wenn das halt sein muss, dann muss das sein. Ist auch so eine Phrase, die eigentlich überhaupt nichts aussagend ist. Ich suche die ganze Zeit noch Kisten, aber wo sind die denn? Wo sind noch Kisten? Gibt es denn noch Kisten? Okay, dann kann ich wenigstens ein bisschen verteidigen. Aber wo sind denn noch Kisten, bitte sehr? Finde ich. Also. Habt ihr noch irgendeine gesehen oder wisst ihr, wo noch eine war? Oh, ich hätte das Gewehr mal wieder nehmen sollen. Das fand ich echt gut eigentlich. Ach, ärgerlich. Oh, jetzt haben wir die Kiste anscheinend weggekriegt. Der gefällt mir. Der gefällt mir ganz gut. Komm, da spielen wir noch ein bisschen hier. F5. Der sieht cool aus. Ah, das. Das war doch kein Vorbereiteter, das ist doch bestimmt selbst gemacht. Warum kann ich keinen selbst von mir selbstgemachten nehmen? Hm. Ja, ich spiele keine 20 Minuten. Ich spiele das jetzt hier mal ein bisschen an und dann beende ich das auch, weil ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen müde. Und ich habe noch ein bisschen was vor mir. Deswegen verzeiht mir das. So. Muss nur natürlich aussehen. Na gut. Wir haben ja noch ein paar Minuten zum Bilden.
kleiner Block. So schwer wie möglich. Oh, ich habe keine Steine mehr. Ah! Keine Steine mehr. Ah, der macht das fertig. Sehr geil. Ich suche Steine. Aber ich habe keine mehr. Nur noch 4 Minuten. Ich habe Steine. Ich würde sagen, dass sie so sind, wie das doch gewohnt. Aber ich muss sagen, bei Rhyme of Kings geht das deutlich leichter. So, auch dicht. Sehr schön. Das wird ein Fake-Block einfach nur. Damit die denken, hier ist was drin. Ist aber nix. Bisschen klein, aber ich hoffe, sie fallen trotzdem drauf rein. So, jetzt ist er gleich groß. Das kennen wir ja schon. Das mache ich nochmal. Das war ja ganz gut. So. Und alle Scheiße. Naja. Sieht zumindest fast fertig aus. Leider kann man hier auch als Gegner durch. Aber das wäre nur am Ende. Oh, der ist ja nice. Einen schönen Graben gebaut. Habe ich jetzt Steine eingesammelt? Ja, sehr gut. Schaden gekriegt, weil ich ins Wasser gefallen bin. Schon. Dass immer ein Meer aufbaut, ärgert mich gerade ein bisschen. Ich mag es ja dann doch ein bisschen mehr symmetrisch. So, naja. Wow, und da ist auch ein großer Stein dazwischen. So. Und wir können angreifen. Ich weiß und ich greife an.
Er wollte schön durchlaufen, schön zivieren. Nix da, nix da, nix da. Mist. Habe ich ihn nicht getroffen? Seit wann muss ich denn doppelt treffen? Der war ja gut von mir. Oh, da hat einer MG, seht ihr, das geht ein bisschen schneller. Oh, das war's schon. Tja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. So, jetzt müsste es auf jeden Fall voll sein. Und ich hoffe, dass wir uns in einer weiteren Folge sehen. Sorry nochmal für den anderen Cut. Naja, bis demnächst.